Der Winter bescherte uns Weihnachten, Silvester, die Champions League und hier ist die Champions League im Freien. Ja, da geht definitiv nichts drüber, aber auch überhaupt nichts drüber. Nach einem Winter ist es immer wieder spannend. Funktioniert denn alles im Mähgärtle? Ja, die erste Frage, wo haben wir überall Löcher in den Wasserleitungen? Wir sind ja nicht frostfest. War heuer eigentlich recht gnädig, der Wettergott. Also 2-3 kleine Lecks in den Spülarmaturen, aber das hat gepasst. Dann, wo tritt Wasser über die Dächer ein? Haben wir eine Stelle, da hat der Wind uns ein bisschen das Dach weggehoben. Unsere Luken von den Toiletten, da sind wohl Kastanien draufgefallen, aber kleine Kollateralschäden, nichts Ernsthaftes. Biergarten und ein frisches Bier schmeckt draußen an der frischen Luft viel besser. Ja, es muss eine, vielleicht ist es eine geheimnisvolle Osmose oder was man auch immer dazu sagen kann. Sauerstoff, Sonne und Bier ist eine Kombination, das lässt sich nicht in geschlossenen Räumen darstellen. Veit Zöchheim freut sich im Biergarten über altbewährtes. Gibt es auch Neuigkeiten 2016? Ja, wir haben also die Rezepturen unserer Mähgärtle-Bratwurst über den Winter nochmal verfeinert. Ist auch, glaube ich, ganz gut gelungen. Wir werden auch weiter an unseren Smoker-Spezialitäten noch ein bisschen experimentieren. Das eine oder andere Neue wird aus dem Smoker dazukommen. Wir überlegen gerade, ob wir auch ein Rind, ein Brisket oder was auch immer mit auf die Karte nehmen, die Öfen laufen. Wir sind aber noch nicht ganz zufrieden und wie man vielleicht am Pulled Pork oder den Spare Ribs merkt, erst wenn es richtig, richtig, richtig gut schmeckt, dann kommt es auch auf die Karte. Was neu sein wird, da freuen wir uns schon alle drauf. Ich hoffe, unsere Gäste auch. Wir machen Crepes mit Zuckerzimt ganz einfach, aber auch den Klassiker Banane-Nutella. Also kann sagen, lecker. Zwei Gastronomiebetriebe im Treffpunkt gibt es noch die Champions League. Ja, Herzschlag. Also danke dem Fußballgott, dass Bayern gerade noch so eine Runde weitergekommen ist. Mein Dank auch an Thomas Müller für sein Tor in der Nachspielzeit. Das gibt noch heiße Matches. Gut, jeder sagt, Lissabon ist ein einfacher Gegner. Ich glaube es nicht. Und je spannender, desto schöner natürlich. Europameisterschaft haben wir auch. Zeigen wir im Treffpunkt alle Spiele live in voller Länge. Mähgärtle ist wie immer bis zum Endspiel fußballfreie Zone mit Antiprogramm, schön gemütlich und ruhig. Aber für die Fußballfans unter uns, Treffpunkt ist geöffnet. Geil. Frühling. Bienchen. Blümchen. Bierchen. Bratwürstchen. Mähgärtle. In Verzöchern und der Mainlände. Mit Bödles gucken.